Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die neuesten Umfrageergebnisse. Wie es dazu gekommen ist, es jetzt auf der einen Seite Möglichkeiten für die AfD gibt, aber aus meiner Sicht es nur Möglichkeiten sind und es nicht zwangsläufig ist, dass es so weitergeht und es genauso gut wieder rückwärts gehen kann. Wie ist es dazu gekommen? Aus meiner Sicht, es sind verschiedene Gründe. Es ist jetzt natürlich die aktuelle Heizungspolitik, aber es summiert sich langsam auf bei Corona, jetzt bei der Ukraine, die Leute bei Corona, ich denke im Nachhinein auch jetzt bei der fehlenden Aufarbeitung, die Leute fragen sich schon, was da los ist, dass es irgendwie merkwürdig ist, das fällt ihnen auf. Dass die Impfung jetzt zahlreiche Nebenwirkungen nach sich zieht, das ist für die großen Medien ein Problem. Genauso ist es bei der Ukraine auch ein Problem, dass im Vorfeld wahrscheinlich mehr Leute aufgeklärt waren über die Rolle der USA, als sich die großen Medien das gedacht haben. Dass der Bildungsstand höher ist bei vielen und deswegen diese Leute das nicht mitgetragen haben, die Narrative. Sehr viele nicht für Waffenlieferungen sind und das natürlich das Misstrauen auch erhöht. Die Leute sehen, wenn die Medien in bestimmten Punkten, man sich auf die Berichterstattung nicht verlassen kann, es Merkwürdigkeiten gibt, dann ist das Narrativ gegenüber der AfD auch nicht mehr so glaubwürdig. Das heißt, dann ist dieser Rechtsextremismus-Vorwurf nicht mehr so ernst zu nehmen. Man darf die Wirkung der großen Medien nicht unterschätzen. Es handelt sich hier um professionelle Psychomanipulation, die in 200 Jahren immer mehr entwickelt und perfektioniert wurde. Es ist jetzt aber aus meiner Sicht so, dass ihnen scheinbar immer alles gelungen ist und sie jetzt übertrieben haben. Man das Pferd nicht totreiten kann, sozusagen. Bei Corona und jetzt mit der Ukraine aus meiner Sicht, es ist einfach zu viel. Es war das Stück zu viel, vor allen Dingen auch die Unvorsichtigkeiten seitens der US-Eliten. Oder man kann sagen, negative Eliten. Wenn Biden schon ankündigt, Nord Stream zu sprengen, dann ist das einfach unverschämt. Das zeigt, aus meiner Sicht ist das Größenwahn, wenn man glaubt, sowas ankündigen zu können und es dann machen zu können. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Es hat ja scheinbar immer funktioniert, aber es wird eben nicht immer funktionieren. Wobei am 11. September auch die verrücktesten Sachen passiert sind. Beispielsweise hat die BBC den Einsturz vom dritten Turm angekündigt, bevor dies überhaupt eingestürzt ist. York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city. It's now what, some 8 hours since the attacks. Is there any estimate yet available? When you talk to people on they don't even say how many people might have been killed and injured, and I think that feeling until idea of the devastation, people don't really know what to say or what to think. I think they feel the bubble of their security. Well, unfortunately, I think we've lost the line with Jane Stanley. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man den richtigen Turm vorhersagen? Trotzdem wissen die meisten Leute bis heute nicht, dass am 11. September 2001 drei Türme eingestürzt sind und nicht nur zwei. Und dass der dritte Turm eingestürzt ist, ohne Einwirkung eines Flugzeugs. Es hat also viel dafür gesprochen, dass man einfach alles machen kann. Es ist auch nicht ans Tageslicht gekommen, dass dieser Turm im freien Fall eingestürzt ist, dass er auf 81 Stahlsäulen steht und demzufolge alle 81 Stahlsäulen auf einmal durch das Feuer nachgeben müssen, was einfach lachhaft ist. Trotzdem, es hat funktioniert, die Leute wissen es nicht und die meisten Leute sind davon überzeugt, der 11. September, die US-Regierung, sie wurde völlig überrascht. Man könnte es jetzt noch beliebig fortsetzen. Es soll hier nur gezeigt werden, was die Medien Unwahrscheinliches machen konnten und die meisten, mich eingeschlossen, wir keine Ahnung hatten. Ich bis vor ein paar Jahren auch nicht. Ich habe es mit dem 11. September geschluckt, auch einfach weil ich die Motivation, warum die USA, warum die US-Regierung, warum sie da das wissen sollte und das irgendwie mitgetragen hat, mir das Motiv überhaupt nicht eingeleuchtet hat. Und so ist es wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten. Deswegen, man darf die Macht der Medien nie unterschätzen. Und das tun immer noch viele. Weil viele verstehen nicht, welche Motivation haben denn die Medien, erstmal ein Kollektiv zu bilden,
Wir haben doch eine Marktwirtschaft und vor allen Dingen, warum sollen sie dann auch auf die AfD draufschlagen, einfach so? Die AfD hat es geschafft, jetzt auf 21% zu steigen, nach langer Zeit bei 10%. Und das hat sie geschafft, ohne Talkshow-Einladungen. Jetzt denkt man sich, das ist ja großartig, die AfD, es ist total genial, wie sie es gemacht haben, dass sie das geschafft haben, es ist unwahrscheinlich und jetzt geht es immer weiter, wir sind die Besten sozusagen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass in den vergangenen 10 Jahren systematisch Entscheidungen gefällt wurden, die Deutschland geschadet haben. In einer Tour. Und wenn man es so betrachtet, ist es ein Wunder, ist es eine Riesenleistung der großen Medien, es auch jetzt noch zu schaffen, dass 70%, wenn man jetzt die sonstigen abzieht, weiterhin den Altparteien die Stange halten. Den anderen Parteien im Bundestag. Die sich den Mediennarrativen beugen. Die diese Entscheidungen, die Deutschland systematisch Stück für Stück schwächen, sie beständig mittragen. Sei es die Energiepolitik, die unkontrollierte Zuwanderung oder jetzt aktuell die Waffenlieferungen an die Ukraine. Die aggressive Außenpolitik gegenüber Russland. Es ist aus meiner Sicht auffällig, dass der Springer-Konzern versucht, in der Energiepolitik eine Stimmung zu erzeugen für die Kernkraft. Was ist der Sinn dahinter? Es ist jetzt nicht das plötzliche Eingeständnis, dass die AfD ja mit ihrer Positionierung recht hat, sondern es geht darum, Deutschland bei der Stange zu halten. Dass die Wirtschaft nicht so schwach wird, dass die Deutschen aufbegehren und AfD wählen. Das heißt, diese Positionierungen der AfD heimlich teilweise zu übernehmen, sei es Corona, sei es jetzt Energiepolitik, dient dazu, die AfD loszuwerden und bei den wichtigen Entscheidungen, beispielsweise bei der Außenpolitik bezüglich der Ukraine, um da die Leute weiter bei der Stange zu halten. Sozusagen den Koloniestatus Deutschlands gegenüber der US-Regierung aufrechtzuerhalten. Oder nicht nur gegenüber der US-Regierung, sondern den mächtigen Leuten, die Einfluss auf die Medien haben. Wichtig ist zu verstehen, dass die Medien ein Kartell bilden, was an zahlreichen Beispielen nachweisbar ist. Beispiele gibt es unendlich viele. Ein kürzliches Beispiel ist die 360-Grad-Wende von Annalena Baerbock, was kein Versprecher war, sondern was Nichtwissen war. Weil zweimal 360 Grad und zweimal 180 Grad im selben Atemzug, also im selben Zusammenhang, von Annalena Baerbock erwähnt wurde. Ich habe darüber auch ein Video gemacht, in dem nachgewiesen wurde, dass Focus den Bericht zurückgenommen hat und sonst niemand darüber berichtet hat, von den großen Medien. Von der Informationspolitik über die ukrainische Regierung seit 2014 wollen wir gar nicht reden. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Jedenfalls besteht die Gefahr, dass in dem Moment, wo sich die Lage wieder stabilisiert, der AfD wieder zurückgeht, wenn die Leute weiter an den Medien sie weiter konsumieren. Und das Problem ist, die AfD hat jetzt die Chance, sie hat jetzt den Fuß in der Tür. Sie kann jetzt Aufklärung betreiben, weil je mehr Leute AfD wählen, es in den Umfragen erscheint, gleichzeitig steigt die Reichweite automatisch. Weil die Leute sich mehr interessieren für die AfD, weil es eine 20%-Partei ist, die großen Medien mehr gezwungen sind, die AfD-Vertreter einzuladen. Und wenn sie das nicht tun, es den Leuten negativ auffällt, dass die AfD nicht eingeladen wird und sie sich selbstständig über die AfD informieren. Die Gefahr ist jetzt die, dass wenn die AfD jetzt denkt, jetzt sind wir auf der super Überholspur, wir müssen jetzt nichts mehr machen, wir sind sogar ein bisschen vorsichtig, wir machen gerade so die richtigen Positionierungen, aber wir klären nicht auf, weil dann ecken wir an, dann hassen uns die großen Medien, wir gehen es lieber ein bisschen langsam an, wir probieren nicht, die Leute zu informieren, wie sie von den großen Medien getäuscht werden, sondern wir arrangieren uns mit den großen Medien. Werden schon eingeladen und das passt dann so. Es darf nicht vergessen werden, dass die großen Medien, solange die AfD mit den Positionierungen nicht einlenkt, solange wird die AfD von den Medien bekämpft. Und die Medien lernen auch beständig dazu. Das heißt, die Gefahr ist, wenn jetzt sich die Lage wieder stabilisiert, angenommen jetzt der Ukraine-Konflikt kommt zu einem Ende, die Wärmepumpengeschichte, das Gesetz wird aufgeweicht und es passiert nichts weiter groß. Die Leute vergessen es, es wird weiter Negativstimmung gemacht gegen die AfD und es bleibt alles wie vorher und die AfD fällt auf 10% zurück. Und jetzt wird die AfD verboten und bei einer 8-10% Partei fällt es nicht auf und die AfDler, die sind sowieso rechtsextrem, ist also nicht schlimm. Ist nicht schlimm, wenn sie verboten werden, die meisten Leute denken sich, ja, das hat alles schon seine Richtigkeit und plötzlich war es das. So schnell kann es nämlich auch in die andere Richtung gehen. Und aus meiner Sicht deswegen, wenn man jetzt den Fuß in der Tür hat, man muss hart sein, man muss dran denken, natürlich man selber, ich denke auch die AfDler, man selber will mit den Leuten gut auskommen. Man möchte sich vertragen, man möchte verzeihen und sagen, ja gut, ihr wart irgendwie verblendet und jetzt sind wir wieder Freunde und jetzt ist alles wieder gut. Aber man darf nie vergessen,
auch gerade was die ehrenamtlichen Leute in der AfD betrifft. Die großen Medien haben gehetzt, sie sind an ihre Existenzen gegangen. Es ging um die materielle Vernichtung der AfDler. Dass sie einfach ihre Existenz verlieren und dann gezwungen sind, ihren Mund zu halten und sich zu arrangieren. Und wenn die Existenz einmal vernichtet ist, dann kann man sie auch nicht wieder einfach aufbauen. Aus meiner Sicht, das ist ein riesiges Verbrechen, was hier passiert ist. Und es wird auch nicht aufhören, weil die Medien sehr wahrscheinlich im Einfluss sind von mächtigen Leuten aus dem Ausland größtenteils, die ihre Positionierungen durchbringen wollen, die oft zum Schaden Deutschlands sind. Und deswegen, aus meiner Sicht, führt kein Weg daran vorbei, darüber aufzuklären, die große Masse, wirklich alle Leute zu erreichen und dem ein Ende zu setzen damit. Dass sie den Trick überreizt haben und jetzt, wo es offensichtlich ist, dass man die Leute tatsächlich dazu bringt, den Medien zu misstrauen und sie nicht mehr zu konsumieren. Weil es de facto die Medien sind, die herrschen. Und nicht die Parteien. Sondern die Altparteien, sie richten sich nach den großen Medien aus, weil sie wissen, die großen Medien, sie können die Leute rauf und runter schreiben. Sie achten genau darauf, welche Positionierungen geben die großen Medien vor und dann richten sie sich danach. Natürlich ist eine Mixtur. Die denken sich natürlich auch, was ist jetzt unsere Klientel? Was berichten die großen Medien? Wie groß ist der Einfluss der großen Medien? Was können sie durchsetzen? Aber sie wissen eben ganz genau, die großen Medien haben einen riesigen Einfluss immer gehabt. Und wenn sie etwas hoch und runter schreiben, dann bringen sie das im Normalfall auch durch. Jedenfalls war es so bei der Zuwanderungspolitik, bei Corona, beim Klimaschutz und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt hat man eine Gelegenheit. Jetzt ist man bei 20%. Jetzt hat man aktuell die Reichweite, die Aufmerksamkeit. Und jetzt hat man die Chance, es auszubauen. Weil man muss auch daran denken, wie rekrutieren sich die 20%? Das sind vor allen Dingen Leute, die in der Vergangenheit schon misstrauisch waren. Die vielleicht schon über die Ukraine Bescheid gewusst haben. Und die deswegen den Medien weniger glauben. Aber es steht immer noch 20-70. Und die 70%, man muss mindestens 50% bekommen, realistischerweise. Es muss halbe-halbe sein. Und jetzt sagen viele, ja, das ist ja unrealistisch, das ist unmöglich. Und das ist, natürlich ist es ganz leicht möglich, weil diese anderen Parteien systematisch eine Politik vertreten haben, die Deutschland geschwächt hat. Und die den Leuten geschadet hat. Das heißt, es ist eine Selbstverständlichkeit, ganz logisch betrachtet, dass natürlich die Parteien, die so eine Politik machen, dass sie alle verschwinden. Und diesen Anspruch muss die AfD auch haben und darf sich nicht mit irgendwelchem Kleinkram zufrieden geben. Aus meiner Sicht. Das ist auch, wäre auch Vaterlandsverrat. Es ist aus meiner Sicht sozusagen ein Glück für die AfD, dass die Linkspartei völlig versagt hat. Weil die Linkspartei, sie war NATO-kritisch schon viel länger gewesen. Aus meiner Sicht, viele Informationen, sie sickern jetzt erst bei den AfD-Anhängern durch. Weil die AfD-Anhänger traditionell von der Rechten kommen, von der konservativen Seite. Und diese besonders, sag ich mal, naiv gegenüber Amerika waren. Mich eingeschlossen. Ich konnte mir vieles nicht vorstellen. Und viele, viele Informationen reichen mich erst seit kurzem. Sozusagen, durch die aggressive Politik der USA im Moment haben sie schlafende Hunde geweckt, kann man sagen. Die Linkspartei hätte jetzt die Chance gehabt, sich als Friedenspartei zu präsentieren und den alternativen Raum abzustauben, sozusagen. Aber stattdessen versucht sie sich größtenteils den großen Medien anzubiedern. Wie die anderen Parteien im Bundestag, außer der AfD auch. Es ist einfach aus meiner Sicht fehlendes Rückgrat, das ihnen jetzt zum Verhängnis geworden ist. Weil durch ihre NATO-Kritik wurden sie von den großen Medien zwar nicht ganz so stark wie die AfD, aber sie wurden deutlich benachteiligt aus meiner Sicht, die Linkspartei. Über die ganzen Jahrzehnte, was uns vielleicht nicht so aufgefallen ist, was aber ganz eindeutig der Fall ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.